Boxen hat in Salzburg bereits eine lange Tradition. In der Mehrzweckhalle in Lehn findet neben Musikproben und Fechttraining Boxtraining statt. Hier wird der Nachwuchs von Salzburg trainiert. Und das von Hermann Heim. Der 76-Jährige hat schon zahlreiche Titel gewinnen können und gibt nun sein Wissen an die Jugend weiter, wie er uns im Gespräch erzählt. Ich bin durch ein Foto von Illustrierten von Cassius Clay, das war Anfang der 60er Jahre, in der Quick-Zeitung, da war er in der Boxposition da war, Archie Moore gekaut hat. Und da ist doch mit durchgefahren, das möchte ich mal probieren. 1974 habe ich dann in Oberndorf den BC Oberndorf gegründet und aufgebaut und den berühmtesten Boxer herausgebracht, den Olaf Meyer, der dann ein Weltklasse-Boxer wurde und sogar bei der Olympiade in Los Angeles war. Seine Schützlinge vertrauen nicht nur auf sein Wissen, sondern schätzen auch seine Unterstützung. Ich trainiere bei Hermann seit einem Monat und bei Hermann trainiere ich, da ich finde, Hermann ist wirklich ein Profi in seinem Fach. Er kennt jeden Fehler und er hilft auch wirklich jedem, ob Beginner oder Profi sozusagen, er hilft jedem. Ich boxe bei Hermann, weil er nett ist und man kann ihm vertrauen. Und ich boxe seit 8 Monaten. Boxen ist für mich alles einfach, also Kampfsport allgemein. Mir hat Kampfsport sozusagen mein Leben gerettet. Und dann bin ich zum Hermann gekommen und hier führe ich meinen Weg so weiter fort und es läuft super. Hermann Heim prägt die Boxszene bis heute. Der 76-Jährige sieht vieles in der Jugend. Ich bin jetzt 76 Jahre und das ganze Boxen, mehr oder weniger nicht mehr Veranstalter, sondern als Trainer, werde ich sicher noch einige Jahre durchziehen. Ich habe Freude, mit der Jugend zu arbeiten. Es gibt immer wieder Talente, die es verdienen, dass man sich um sie kümmert. Und die Jugend ist besser, als wie sie gemacht wird. Nur sie muss die Chance kriegen, beschäftigt zu werden.